Und damit hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und weiter geht's mit Raptor. Wir fangen nochmal von vorne an. Kann ich deleten? Okay, deleten wir das nochmal. Weil in der letzten, beim letzten Mal habe ich leider vergessen, dass wenn ich System Integrity Failure oder wie das heißt, also ich glaube unter einem Drittel Energie sinke, dass ich dann die sekundären Waffen verliere. Also eigentlich ist es eine, habe ich mich letztes Mal auch schon mal gefragt, eine merkwürdige Mechanik, weil da muss ich ja sowieso neu anfangen. Naja, egal. Konnte man das ändern? Konnte man. So, Madral, wie siehst du denn aus? Mehr so, ne? Mehr so ein Schwarzenegger-Typ. So schätze ich dich ein. Rookie. Und an all diejenigen, die hier jetzt das beste Gameplay von ever erwarten, seid ihr hier nicht richtig, müsst ihr woanders suchen. Gehen. Kaufen wollte ich sowieso nichts, aber speichern wollte ich. Los geht's. Autopilot. Fangen wir nochmal von vorne an. Ich habe die Musik jetzt ein bisschen geändert. Ich glaube, jetzt kann man sie besser hören zwischen dem ganzen... Ach! Ja, die sind zu dicht dran, da brauchen wir jetzt nicht. Habt ihr das früher auch mit Joystick gespielt? Also ich habe den Kommentaren jetzt entnommen, dass das ziemlich viele gespielt haben damals. So. Mir gefiel die Grafik sehr gut. Auch damals schon. Nein! Na! Vielleicht fange ich nochmal von vorne an. Brauche ich ja jetzt nicht. Oh, ich bin zu gierig auf die Punkte. Das muss ich. Das geht so nicht. Damals hatte ich kein Gamepad. Deswegen. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, womit es sich jetzt besser spielt. Könnt ihr mir gerne Tipps geben. Ich weiß, dass es sich mit einem Thrustmaster nicht gut spielen lässt. Schon ein bisschen besser. Und wenn man diese Raketen halt nicht mehr hat und trotzdem aus der Mission rauskommt, klar, später kann man dann sagen, okay, man hat so viel in der Mission verdient, dass die Raketen jetzt nicht so teuer sind. Aber man verliert ja auch die anderen noch dazu. Also, ich weiß nicht. Kann man eigentlich neu laden? Ich weiß gar nicht, gibt es ein bisschen Abbrüche? Mal gucken. Trau mich jetzt nicht, die Tasten loszulassen. Dann höre ich auf zu schießen. Ansonsten mit so Shoot'em-Ups habe ich keine wirkliche Erfahrung mit. Ich habe noch ein bisschen Raiden oder wie das heißt, gespielt. Und natürlich viel, aber ich glaube, das zählt da auch nicht zu, oder? Binding of Isaac habe ich sehr viel gespielt. Aber da habe ich auch Stunden um Stunden drin versenkt, bis ich da gut geworden bin. Aber da bin ich relativ gut darin, glaube ich, geworden. Und ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich das hier jetzt nicht durchspielen werde. Vermutlich, weil ich es nicht kann. Aber wir werden auf jeden Fall noch ein, zwei Streams machen, wo ich mit euch zusammen da längere Zeit durchspielen werde. Das ist ja nur so ein kleines Zwischenprojekt, bis Alexander wieder zurückkommt. Ah, das war kurz vor knapp. Nicht gut gelaufen. Ich muss leider eine Energie kaufen.
Es gibt in der Mission, ich glaube, im ersten Drittel eins, aber ich verliere ja wieder meine Waffen. Ich speichere jetzt auch nicht ab. Bin jetzt nicht so ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Schauen wir mal, was die nächste Mission bringt. Daniel, wie hast du das gespielt? Hast du das mit Tastatur oder Joystick, Gamepad, Maus gespielt? Flieg schon weg, du, da fahr ich nicht drauf rein. Hier gibt es jetzt die Bodenraketen. Ah ne, hier gibt es die Energie. Hätte ich doch machen können, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hätte ich wahrscheinlich ausgeben müssen. Aber ist auch egal. Ich kann mich noch erinnern, an dieser Stelle habe ich schon beim letzten Mal gesagt, oh, es gibt keine bewegenden Geschütze. Ja, habe ich wohl daneben. Aber an die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Ein Bonus. Und ich nehme natürlich. Ach. Auch immer noch rein drehe, anstelle wegzufliegen, ne? Nee. Tolle Explosion. Erinnert mich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, an so ein später 80er, frühe 90er Actionstreifen. Explosion. Ups, ups. Die fiel damals. Treibstoff. Das waren bei uns immer die Noten, aber ich glaube, es sollen Waffen sein. Nehmen nochmal Geld. So. Konzentration. So. Ja, da muss man sich in die Mitte stellen. Ich habe auch am Wochenende überlegt, ob ich mich noch an die unterschiedlichen Planeten sind, das glaube ich, oder? Erinnern kann, und ich kann mich an eins erinnern, das war so ein Metallplanet oder so. Auch wieder sehr knapp. Also im Großen und Ganzen war es doch okay, dass ich den gekauft habe. Würde ich jetzt auch noch mal zwei kaufen. Gehen wir raus. Dann speichere ich noch mal. Den Madral speichere ich nochmal. Sind kurze Folgen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Kurz Action, kurzweilig, rein, raus. Das klang falsch, so war es nicht gemeint. Ganz im Gegensatz zu den Flight of the Intruder Folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Bleibt uns gewogen.